und bin hier auf der Messe, um mir ein paar Informationen zu holen, was man hier alles so machen kann, zum Beispiel bei der Elbe Weser, über Mediengestaltung und ja, alles interessant hier. Und ich gehe in die Fachhochschule Gestalt und ein Praktikum mache in Kunstverein Cuxhaven und das gefällt mir recht gut, einfach weil man auch in verschiedenen Bereichen die Aufgaben hat. Mal ist man in der Kunstwerkstatt, mal hilft man bei der Organisation von Ausstellungen oder auch andere Dinge, wo dann Sachen abgeschickt werden müssen, die Einladung. Und gut finde ich auch noch, dass man oft auch nicht so beobachtet wird. Also man kriegt die Aufgabe und dann vermuten die schon, dass man das dann ordentlich macht. Und man muss sich nicht andauernd irgendwie auf den Finger fühlen. Ich bin in der FOS Sozialpädagogin. Ich mache mein Praktikum in der Ritzwinder Grundschule Cuxhaven. Und mir gefällt das Praktikum sehr, da ich mit den kleinen Kindern arbeite, den Unterricht begleite und auch viele neue Erfahrungen gemacht habe. Ich mache FOS Wirtschaft und mein Praktikum im Wildsteig-10-Museum. Das Praktikum gefällt mir bis jetzt eigentlich gut. Es ist relativ viel zu tun zur Zeit. Mein Name ist Cornelius von Seed. Und wir informieren uns hier für meinen Sohn für die weitergehende Schule an den BBS. Und wir fanden hier die Auskünfte sehr erschöpfend und denken, dass wir hier schon alle Informationen bekommen, die notwendig sind.